don't sweat the technique. Was geht ab, YouTube? Pascal Su, Bodybuilding. In the building. Willkommen im neuen Video und es ist eine Riesenzeit her, dass ich den letzten Technik-Check gemacht habe. Und es tut mir auch so ein bisschen leid, aber ich habe irgendwie einfach keine Zeit dafür gefunden und irgendwie der Fokus lag halt dauernd irgendwie woanders. Man hört, wenn jemand Ausreden macht, wenn er die ganze Zeit nur irgendwie sagt. Okay, also habe ich mir ganz fest vorgenommen, wieder einzusteigen und habe ein bisschen nach Videos gesucht, die ich für Clickbait nutzen kann. Denn ihr wisst ja, Clickbait ist einfach nötig bei solcher Art Videos, bei so einem kleinen Kanal für den Algorithmus. Kamillentee, weil ich ein bisschen krank bin. Ich hoffe einfach, das geht schnell weg. Es ist nicht ausgebrochen, was eigentlich ganz geil ist. Ich hoffe nur, dass es auch nicht mal ausbricht, schnell weggeht und ich wieder gesund bin und trainieren kann. Okay, also wer sich nicht mehr erinnern kann, denn das ist echt schon lange her, dass ich das letzte Mal dieses Format gebracht habe. Ich schaue mir Techniken an von meinen Zuschauern, die ihr mir eingesendet habt, auf technik-check@pascalsu.de. Die E-Mail findet ihr auch unten in der Beschreibung. Da habe ich immer noch Mails offen, die ich nacharbeiten muss. Es tut mir, wie gesagt, echt ein bisschen leid, aber setze hier jetzt Ausrede ein. Aber als ich so rumgestöbert habe, was habe ich gesehen? Paul Unterleitner hat ein neues Kniebeugen-Video hochgeladen. Endlich geht es tiefer. Also ich habe einmal ein Technik-Check-Video gemacht, in dem ich ihn eben mal reviewed habe, sein Kniebeugen, und mich darüber beschwert habe, dass er nicht tief genug beugt. Und jetzt sind wir zurück und gucken uns das Video an, in dem er tief genug beugt. Und schauen mal, was sein Fortschritt so war. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Aber scheinbar legt er die Stange ein bisschen niedriger ab. Sieht zumindest schwer danach aus. Und es sieht sogar aus, als würde er tief genug. Ja, auf your safe tief genug. Also seine Standweite ist ein bisschen weiter geworden. Und dadurch kann er jetzt mehr Hüftöffnungen generieren, mit denen er sich dann tiefer absetzen kann. Also genau, was ich gesagt habe. Danke, Paul, hast mein Video scheinbar gesehen. Du alter Schlawiner. Okay, schwer sind die 100 immer noch oder 110 oder was er da jetzt drauf hat. Also seine Kniebeuge ist wirklich wesentlich besser geworden. Von vorn sieht man das noch am meisten, dass ihm ein bisschen die Torsospannung fehlt. Ne? Sein Bauch ist da so locker, den bringt er, wenn er die Hüfte zurückbringt, die er gar nicht doll genug zurückbringt, da könnte die noch stärker zurückbringen, macht er das halt dadurch, dass der Bauch locker ist. Also was ich ihm noch empfehlen würde, wäre definitiv fest in den Bauch zu atmen und einen festen Torso zu etablieren. Für seine Beuge, ansonsten sieht seine Beuge echt geil aus. Ich meine, er hat auch einen langen Oberkörper, neigt dadurch auch so ein bisschen dazu, unten einen kleinen Buttwing zu entwickeln, wenn er sich zu tief hinsetzt. Also Paul nicht zu tief hinsetzen. Und zum zweiten eben feste Torsospannung. Und dann sieht das schon richtig geil aus. Nice. Alrighty, gehen wir jetzt mal rüber zu den Trainees. Und den ersten, das ist Leonard, der schickt mir hier Kniebeugen 100 Kilo für das erste Mal in 4x8. Also 2 Plates für Reps. Nice. Du bist 16 Jahre alt, hast du noch geschrieben. Man kann leider nicht so viel erkennen auf dem Video. Ich habe es gerade schon einmal geschaut, aber hier auf der ersten Rep sah das so aus, würde dir die Tiefe, also für die Tiefe nicht ganz ausreichen. Und generell finde ich, du könntest eventuell noch ein bisschen daran arbeiten, die Stange niedriger auf deinem Rücken abzulegen. So würdest du einfach einen besseren Schwerpunkt für die Stange haben und könntest so die ganze Bewegung leicht nach hinten verlagern. Also die ganze, den Schwerpunkt der Stange und dadurch auch leichter einen Tick tiefer sitzen. Ansonsten sieht das ziemlich gut aus. Ich würde mich, wie gesagt, ein bisschen darauf fokussieren. Versuchst die Stange einen Tick niedriger abzulegen. Also wenn du jetzt von einer, ich sag mal, davon redest, die Stange für Kraft zu optimieren, die Bewegung für Kraft zu optimieren. Ansonsten machst du eine Hyperbeuge, da wäre das Cueing jetzt was anderes. Na, also ich gehe das jetzt mal so recht generell an. Für eine Hyperbeuge könntest, also würde man sich auch genauso drauf versuchen zu fokussieren, die Knie weiter vorzuschieben. Und aber egal, für beides, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Also entscheide dich, was du möchtest und cue dann in die Richtung, das, was du besser machen kannst. Ne? Ich würde dir empfehlen, die Stange einen Tick niedriger abzulegen, so hast du definitiv mehr Kraftpotenzial und wirst besser vorankommen. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist genau wie bei dem Paul, die Torsospannung. Also üb dir an, wenn du atmest, einen wirklich festen, also tief in den Bauch zu atmen, das Valsalva-Manöver auszuführen, die Luft einzubehalten und wirklich einen festen Torso zu etablieren auf dem Weg runter. Du hast keinen Buttwink oder so, das sieht alles gut aus, aber das wird dir eventuell auch nochmal helfen, dich mehr ins Loch fallen lassen zu können und ein bisschen tiefere Beuge zu erlangen und dabei stabiler zu bleiben. Hier aus der Perspektive sieht das gerade noch so ein bisschen aus, könntest du deine Füße noch einen Tick weiter außen rotieren, aber hey, chillen wir mal, das sieht schon alles eigentlich ziemlich geil aus. Wie gesagt, die paar Tipps beachten und dann, es läuft, voran, weiter so, auf die 120 im 4x8. Alrighty, jetzt nächstes haben wir den Timo. Der Timo schickt mir hier 120 Kilo für 2 Reps und hat schon geschrieben, dass er nicht weiß, ob er tief genug beugt. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und ja, das ist tatsächlich nicht tief genug, Timo. Also das trifft deine Bedenken. also jetzt nur aus diesem Video, oder warte, schauen wir uns mal das zweite Video noch an. Du hast mir noch einmal 145 dazu geschickt. Ich glaube, das ist dein 1RM. At 8, okay, alles klar. Auf jeden Fall at 8 dann.
Und was recht, also was jetzt deutlich wird, ist, dass du halt Probleme hast mit der Körperspannung. Ne? Also wenn du schon rausläufst, sieht es aus, als wenn du nicht wirklich fest bist einfach, also weder in den Beinen, also so über die Quads und über die Glutesentspannung, noch zum Oberkörper hin. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, wie deine Beuge aussieht. Dann du fällst recht schnell und unkontrolliert runter, bleibst dann im Loch so ein bisschen sitzen und kannst den Stretch-Reflex, also diesen Dehnungsverkürzungszyklus, nicht, den Bounce, nicht so gut umsetzen. Cuttest deshalb auch irgendwo die Tiefe, kommst dann wieder hoch. Also was ich dir empfehlen würde, wäre auf jeden Fall genauso wie die anderen beiden auch an der Spannung zu arbeiten, an der Atmung zu arbeiten, einen festen Körper zu erlangen, indem du halt fest atmest und so einen festen Workout machst, nochmal die Quads oder anspannst, beziehungsweise die Hüfte durchstrecken und dann gerne mal eine Zeit lang vielleicht mit einer Variation arbeiten. Bei deinen Kraftwerten kannst du es auch auf jeden Fall schon machen. Zum Beispiel Tempo-Squats mit einer langsamen Abwärtsbewegung, um dir halt zu erqueen praktisch unter diesem schweren Gewicht und mit Spannung den richtigen Weg nach unten zu finden und auch die richtige Tiefe. Also das würde ich dir empfehlen. Ansonsten von der Bewegung her sieht das gut aus, allerdings du musst ein bisschen tiefer beugen. Also muss gar nichts. Ich würde es dir einfach empfehlen. Für Powerlifting-Standards musst du ein bisschen tiefer beugen. Und halt die Körperspannung kannst du doch definitiv verbessern. Ansonsten schöne Beuge. Alrighty, hier habe ich ein Video von dem Julian. Und mit Julian war ich zusammen in der Schule früher, in der 5. Klasse auf dem alten Gymnasium. Grüße gehen raus ins alte Gymnasium und an Herrn Kurt. Auf jeden Fall schickst du mir Kreuzheben. Ich glaube, das sind 150 Kilo im guten alten McFit hier. Ich muss mal ganz kurz zurückspringen. Ich kann das von hier nicht so ganz erkennen. Die Perspektive ist halt nicht ganz so optimal. Aber es sieht mir ein bisschen danach aus, es könnten deine Knie noch weiter vorkommen. Also du deine Hüfte doch noch vielleicht einen Tick niedriger absetzen. Also das passiert im Miteinander. Aber was ich eigentlich meine, ist, dass du mehr Spannung gegen die Stange aufbauen kannst. Also vielleicht kriegst du noch hin, die Knie einen Tick weiter vorzubewegen und mit weniger gestreckten Beinen zu starten. Also du streckst dann auch die Beine recht schnell durch und machst dann halt so eine Art Stiff-Leg-Deadlift. Für so ein Touch-and-Go klappt das dann auch ganz gut. Wobei du immer noch den Kopf, also das ist immer noch das Risiko, wenn man mit einem Spiegel trainiert. Du versuchst halt die ganze Zeit in den Spiegel zu schauen und hast dadurch eine Überstreckung in der Halswirbelsäule. Ist erstmal jetzt auch nicht das Schlimmste der Welt, aber ich würde es halt keinem empfehlen, einfach generell Bewegung in der Wirbelsäule, egal ob jetzt in der Halswirbelsäule oder nicht, zu haben. Plus aber es hilft auch ein bisschen, deinen Rücken zum Einrunden zu bringen. Besonders wenn du diesen Touch-and-Go-Aspekt nimmst. Also sobald du auf den Boden bounced, bist du halt auch so ein bisschen rund, tolerierst das aber dadurch, dass du halt diesen Bounce nutzen kannst. Das ist halt das klassische Problem von Touch-and-Go-Deadlifts, dass man halt zu diesem Bouncen neigt, das letzte Stück praktisch ohne Kniebeugung mitnehmen will und halt eher so eine Art Stiff-Leg-Deadlift macht. Also ich würde dir empfehlen, nochmal komplett über die Basics zu gehen und keine Stiff-Leg-Deadlifts eine Zeit lang zu machen, sondern halt wirklich für jede Rep neu zu starten, die Knie noch ein bisschen weiter vorzubringen, zu schauen, dass die Stange unterhalb oder auf der Rückseite deines Arms verläuft, einfach nochmal die Basics und dann läuft das. Aber an sich sieht das jetzt auch überhaupt nicht, also sieht das schon okay aus. Alrighty, hier haben wir eine Beuge von dir und auf jeden Fall sind die Schuhe mir nicht ganz geheuer. Die haben halt eine sehr dicke Sohle, dadurch schwimmst du halt. Du hast halt, ich sag mal, so einen Unterschied zum Boden halt noch von ein paar Zentimetern. Und währenddessen der Schuh halt nicht fest ist, also so ein schwammig. Das ist wie als würdest du irgendwie auf so einem auf einer Matratze kniebeugen wollen. Das ist halt nicht so geil. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber irgendwo ist es auch so. Aber deine Beuge sieht schön aus. Also ich würde das auf jeden Fall korrigieren, einfach damit du noch besser beugen kannst, weil du dann noch ein bisschen fester dich abbewegen kannst. Ne? Ansonsten beugst du gut, du beugst tief, das sieht mir auch gar nicht danach aus, als hättest du einen Buttwink, obwohl doch schon ein bisschen. Könntest gegenarbeiten, indem du genau wie die vorherigen auch mit fester Rumpfspannung arbeitest, also wirklich den Bauch einmal fest atmest vorher und diese Spannung auch einbehältst. Ne? Und dann könntest du gleichzeitig noch ein bisschen Tiefe cutten, also ein bisschen weniger tief beugen. Du beugst halt einfach extrem tief, indem du dich auch so ein bisschen ins Loch fallen lässt. Was dann dazu führt, dass du halt leicht im Rücken einrundest. Also selbst nur mit einem festen Torso würdest du, glaube ich, das jetzt nicht korrigieren können. Da müsstest du halt noch schauen, einen Ticken weniger tief zu beugen. Ich denke, wenn du ohne Schuhe eine Zeit lang, also beziehungsweise mit festerem Schuhwerk, eine Zeit lang beugen wirst und als Variation pausiertes Beugen mit reinnimmst, wirst du das von alleine rauskriegen, weil dann wirst du recht schnell selbst merken, an welchem Punkt deine Hüfte kippt und es sich unangenehm anfühlt. Also einfach als Variation einmal in der Woche Pause-Squats hinzufügen und dann wird sich das von alleine verbessern. Alright, der letzte für heute ist der Daniel. Boah, erstmal ein Schluck von meinem Gesundheitstee. Und der Daniel bemüht sich oder hat auch ein bisschen Sorge um seine Tiefe und auch darüber, dass deine Zehen abheben. Das sieht man hier, seine Ferse abheben. Sorry, Mann, ich bin echt durch, Mann. Kein Wunder, ich habe diese Videos schon länger nicht mehr gemacht. Ich bin nicht mehr in Übung. das sieht man hier eben auch, dass die Fersen abheben. Ansonsten sieht die Bewegung
recht gut aus. Ich würde eventuell dir auch empfehlen, mal zu schauen, ob du die Stange vielleicht noch einen Tick niedriger auf deinem Rücken abgelegt bekommst. Und ansonsten, denk an den guten alten Cue aus Starting Strength. Du möchtest dich auf einen Stuhl setzen, der hinter dir ist. Du weißt aber nicht genau, wo der ist. Ne? Dann würdest du dich ja praktisch so nach hinten setzen, dass du erstmal mit dem Hintern suchst. Das heißt, du würdest dich einfach stärker nach hinten setzen. Du würdest einen stärkeren Fokus auf die Hüftbeugung legen. Und hier legst du praktisch den Fokus recht gleich. Also deine Knie kommen vor und beugen sich, während sich deine Hüfte im ungefähr gleichen Maße beugt. Ne? Das führt dann dazu, dass man sich recht gerade absetzen kann, was ja auch super ist. Allerdings oft dann, dass du halt ein bisschen zu viel Gewicht nach vorne bekommst. Dementsprechend würde ich halt sagen, setz dich ein bisschen damit auseinander, dich praktisch tatsächlich aktiv nach hinten zu setzen. Ne? Ohne nachher halt in so ein Good Morning zu fallen oder so. Aber das kriegen ist dann eine Sache für ein anderes Mal. Ansonsten würde ich dir noch raten, genauso wie alle anderen auch, die Torso-Spannung zu beachten. Und ich denke, das ist ein guter Tipp für viele, einfach einen festen Torso aufzubauen, das Valsalva-Manöver zu lernen. Ein Video von Lift Your Up verlinke ich mal unten dazu, ist ein ganz geiles Video dazu. Und das halt tatsächlich umzusetzen. Und wenn du schon Gürtel trägst, wie du jetzt hier, dann tatsächlich versuchen, das Valsalva-Manöver auszuführen und dann gegen den Gürtel zu drücken, sodass du halt den Effekt des Valsalva-Manövers gegen den Gürtel verstärken kannst. In Kombination mit dich einen Tick weiter zurückzusetzen, wird wohl dazu führen, dass du dich einen Tick tiefer hinsetzt und auch insgesamt mehr balanciert nach unten kommst. Da muss halt, wie gesagt, nochmal schauen, das kann ich von hier auch nicht erkennen. Ne? Also man muss da immer ein bisschen entspannt sein. Ich kann hier aus den Videos gar nicht so viel erkennen, wie man gerne wollte. Deswegen muss man meine Tipps halt auch immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn die sind halt oft sehr allgemein und vor allem nur aus einer Perspektive. Ne? In einem persönlichen Coaching oder so wird das natürlich wesentlich besser gehen. Deswegen empfehle ich das auch jedem, der ernsthaft mit Langhanteln trainiert. Gönnt euch mal irgendwo in eurer Nähe oder so einen guten Trainer oder vielleicht ein gutes Langhantelseminar, um das halt zu lernen, weil diese Sache, die ich hier mache mit diesen Technikchecks, auch wenn ich es länger nicht mehr gemacht habe, ist ja ganz cool. Es nützt aber halt einfach nicht so viel. Denn Technik ist sehr viel individuell. Und jedes Mal, wenn ich einen Tipp gebe für eine Sache, ist die halt auch nur für diese Person praktisch gültig und man muss halt sehen, ist es in Wirklichkeit das tatsächliche Problem oder ist es jetzt eher aus dem Winkel des Films bedingt und ich sehe was falsch? Also es ist im Grunde tatsächlich nur dieses Format, um grobe Fehler zu erkennen und nicht um diese kleinen Feinheiten. Ne? Und die Sache ist halt die, ich kriege halt sehr viele Videos von Leuten, die halt schon eine sehr gute Technik haben. So, wo man dann halt ein paar Feinheiten noch korrigieren könnte, aber gar nicht mal unbedingt müsste. Und so stehe ich halt immer in diesem Zwiespalt, möchte ich das überhaupt ansprechen oder nicht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ich komme dazu, regelmäßiger wieder in dieses Format reinzusteigen. Pascal zu checking out. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Whoa, yeah. I be grinding, scraping and rental riding. I act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping and rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.